Damit kommen wir zu den Medien, die ja eine wirklich fantastische Rolle in unseren Tagen spielen. Sie lassen sich durch uns GEZ zwangsfinanzieren und machen dann lauter komische Sachen, die den Frieden in Europa gefährden und dann auch noch uns quasi, die Friedensaktivisten mit Kamera quasi hetzen. Wir sind auf einmal als Putin-Versteher, als Russland-Versteher, wir sind die Doofen, wir sind unsympathisch, weil wir sagen, Krieg ist keine gute Idee. Ja? Wundert mich ein bisschen. Also sollten wir sagen, Krieg ist eine gute Idee? Da hätten wir ja nichts verstanden. Okay, ein Bild, was ich im Netz gefunden habe, sehr interessant. Man sieht dort eben ein paar Soldaten, die halten drei Flaggen hoch. Einmal die NATO-Flagge, dazwischen dann hier den rechten Sektor, die Flagge des rechten Sektors mit ein paar Runen und dann ganz rechts außen, das ist auch nicht mehr deutbar, die Hakenkreuzfahne. Und wir sehen auch den ein oder anderen Hitlergruß. Das sind unsere Kumpels in Kiew, die mit uns gemeinsam für Frieden und Freiheit kämpfen und sich als die Kollegen von uns verstehen, die dabei sind, wenn wir sagen Demokratieexport. Ich glaube, unglaubwürdig kann man nicht sein. Ein solches Bild wird in unseren Medien natürlich nicht gezeigt. Wir zeigen oder haben vor ein paar Tagen gezeigt, und ich meine mit wir das ZDF, Panzer, da wurde ja mal wieder eine Invasion gemeldet. Immer wird gesagt, ja, die Russen, die schicken dauernd Panzer in die Ukraine und so weiter. Wir schicken Militärberater, wir schicken Special Forces, die dann unter dem Namen Academy 500 Special Forces dort was tun, Scharfschützen, also GSG 9 Light, was ist das? Also wenn die Russen Panzer schicken, dann schicken wir das und wer hat was zuerst geschickt? Die Frage stellen wir nicht, aber wir möchten euch auf ein paar Bilder aufmerksam machen, die das ZDF neulich gezeigt hat. Das nannte sich Live-Blog, Kiew meldet 50 russische Panzer, ZDF hat das gleich übernommen und stellte sich dann heraus, das waren keine Panzer, die in der Ukraine gefahren sind, obwohl es russische Panzer waren, das ist richtig, es waren russische Panzer aus dem Jahre 2009 aus Georgien und das Ganze hatte man geklaut beim koreanischen Fernsehen. Noch eine Meldung, die ich lesen konnte, gemeldet von Reuters, gebracht vom Ausspielkanal von Reuters, nämlich Spiegel Online, nämlich Manöver über Atlantik. Passagierflugzeuge mussten russischen Bomber ausweichen. Das ist so, da ist plötzlich der russische Bomber in der Luft und dann muss ein Passagierflugzeug diesem Bomber ausweichen. Die Frage, die sich stellen könnte, ist, war der Bomber auf falschem Kurs oder war das Passagierflugzeug auf falschem Kurs oder aber waren die gar nicht auf falschem Kurs, sondern waren vielleicht sogar voneinander entfernt mit einem Abstand von 40 Kilometern? Oder anders gefragt, durfte der russische Bomber in diesem Luftraum fliegen? Ist das legaler Luftraum? Und es ist legaler Luftraum, von daher sollte man das überhaupt gar nicht melden. Also der russische Bomber darf sich dort aufhalten. Es ist keine Meldung. Was mich jetzt aber ein bisschen wundert ist, parallel dazu haben ja die Amerikaner Warzenschweine, also ihre Bodenflugzeuge, auch nach Deutschland verlegt, nach Europa verlegt. Und das melden wir dann gar nicht, ja? Also schon, aber nicht, das ist nicht als Bedrohung, sondern wenn amerikanische Bomber ja, zu uns verlegt werden, dann ist es eine Form der Sicherheit und das ist keine Provokation. Wenn amerikanische Truppen ja, an der Grenze zu Russland in Estland Parade machen, ja, in dieser Situation ist das keine Provokation. Aber wenn die Russen dann einen Bomber schicken, der einfach im internationalen Luftraum fliegt, dann ist es eine Provokation und wir mussten ausweichen. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Es ist eine Lachnummer. Leute, denkt euch doch mal was Besseres aus. Wenn ihr schon hetzen wollt, dann macht es ein bisschen subtiler. Macht es so wie der Hessische Rundfunk, der bei den Tagesthemen einen Kommentar veröffentlicht hat. Da hören wir ganz kurz mal rein. Und zwar an die Stelle, wo der Reporter auf Folgendes hinweist, nämlich, dass die Ukraine ja schon einmal von den Russen heimgesucht wurde. Dort verhungerten nämlich im Jahre 32, 33 Millionen von Menschen. Und das ist richtig. Putins direkter verbaler Konter zeigt, wie perfide er agiert. Der Regierung in Kiew vorzuwerfen, sie treibe den Osten ihres Landes in eine Hungerkatastrophe, eine Form von Völkermord, ist angesichts der ukrainischen Geschichte infam. Vor gut 80 Jahren hat Stalins Russland, die Sowjetunion, Millionen Ukrainer durch eine Hungersnot planmäßig getötet. Wer so redet wie Putin, sucht neue Argumente, um weiter Krieg zu führen. Auf was spielt der Reporter in diesem Kommentar an? Auf das Jahr 32, 33. Dort gab es nämlich in der Ukraine damals 6 Millionen verhungerter Ukrainer. Die sind verhungert, weil man ihnen ihre Lebensmittel, ihre Korn, die Kornkammer wird die Ukraine ja auch genannt, einfach dieses Korn wurde einfach ihnen weggenommen. Und zwar hat Stalin das weggenommen. Und was im Kommentar komischerweise gar nicht gesagt wurde, ist, dass Stalin dieses Korn ins Ausland, vor allem in die Vereinigten Staaten, exportiert hat. Darüber haben amerikanische Medien damals auch berichtet. Und es gibt auch einen Film dazu, die Soviet Story. Als ich diesen Film zum ersten Mal sah, dachte ich, das wären Bilder aus Auschwitz. Aber das waren Bilder aus dem Jahre 32, 33. Und das ist doch ein bisschen perfide, dass die Ukraine unter Stalin jetzt mit der Ukraine verglichen wird, die sich Putin angeblich grapschen möchte. Also da wird auch der Vergleich gemacht zwischen Stalin und Putin oder eben auch mal Hitler und Putin. Also Putin ist einer von den Allerschlimmsten. Also
Also er ist entweder Stalin oder Hitler. Das ist eine ganz subtile Nummer. Und ich finde, wenn man schon das erwähnt, dass das in der Ukraine passiert ist, dass es dort schon Millionen Hungertote gab, dann muss man auch darauf hinweisen, dass, wie gesagt, der Stalin das Korn in den Westen verkauft hat. Und mit anderen Worten, wir waren an diesem Massenmord beteiligt. Die Vereinigten Staaten haben nämlich damals dieses Korn gekauft. Da wir bei Korn sind, es gibt eine interessante Meldung, dass sich jetzt mit den IWF-Krediten, die die Ukraine auch bekommen, dass auch dort ein paar Lockerungen, möchte ich das mal nennen, bezüglich Genfurt mit einfließen. Und deswegen sind Firmen wie Monsanto, DuPont oder auch BASF im Moment dabei, große Teile der Ukraine für sich zu entdecken, möchte ich das mal ganz harmlos nennen. Bisher sind ja genmanipulierte Nahrungsmittel in der Ukraine verboten, genauso wie in Russland. Aber wenn man die grenznah im großen Stil dann aussieht, die Ukraine ist zweimal so groß wie die BRD, kann man davon ausgehen, dass große Teile dieser genmanipulierten Nahrung dann eben auch Richtung Moskau wehen oder über Polen Richtung Europa sich ausbreiten. Und somit hat man eben das, was man hier in Europa eigentlich gar nicht haben will, mitten in Europa und breitet das aus. Aber das ist wahrscheinlich alles ein dummer Zufall.